طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen teil auf unseren Propheten Muhammad und auf seinen Freunden und auf all diejenigen, die ihrem Weg folgen. Und zwar auf alle Menschen, die diesem Weg folgen, bis am Tag der Auferstehung, an dem Tag, an dem keine Seele für eine andere Seele die Last übernehmen kann. Und am Tag, an dem ein Tag, der für die Ungläubigen sicherlich kein einfacher Tag wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, in einem Hadith, der uns alle, unsere Herzen mit Freude erfüllt, er sagte, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs trifft, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, Allahs Buch, psalmodiert, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, und es lernt, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ, dann wird die Ruhe auf sie hinabsteigen. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ, und die Barmherzigkeit wird sie umhüllen. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, und die Engel werden sie umgeben. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, und Allah erwähnt sie unter denjenigen, die bei ihm sind. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir jetzt aus dieser Sitzung hinausgehen mit mehr Wissen, als wir in die Sitzung hineingekommen sind. Amin. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleihen kann. Amin. Folgendes. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 104 bis 108 von Surat al-Baqarah, der zweiten Sura vom Koran. Wir haben gesagt, es ist eine medinensische Sura. Und Allah subhanahu wa ta'ala redet immer noch die Kinder Israels im speziellen Sinne an und meint nicht nur die Kinder Israels damit, sondern auch alle anderen Menschen. Aber hier wollen wir einmal speziell die Juden betrachten, den heutigen Versen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese erstmal die deutschen Verse vor, 104. O, die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten Ra'ina, sondern sagt Unzurna und hört. Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben. Weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die Götzendiener möchten, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Aber Allah zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will, denn Allah besitzt große Huld. Was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Weißt du denn nicht, dass Allah es ist, der die Herrschaft über die Himmel und die Erde hat, und dass ihr außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer habt? Oder wollt ihr vielmehr einen Gesandten bitten, oder wollt ihr vielmehr euren Gesandten bitten, so wie zuvor schon Musa gebeten worden war? Wer den Glauben mit dem Unglauben vertauscht, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Im letzten Mal haben wir eine Eigenschaft kennengelernt in Bezug auf die Kinder Israels. Und zwar gemeint sind diejenigen, die dem Judentum angehören von ihnen. Und zwar, dass sie einem Propheten gegenüber Ungläubige waren. Und wer war das? Na, das war der Prophet Salomo auf Deutsch und auf Arabisch Suleiman a.s., der Sohn von Dawud a.s. Beide waren ja Propheten und Könige. Und Suleiman hat Dawud geerbt. Und die Juden haben Suleiman Zauberei vorgeworfen, oder ein Teil von ihnen. Sie haben sich in die Irre leiten lassen von einigen Satan unter den Menschen und Dschinn, die eben den Menschen haben weismachen wollen, dass Suleiman a.s. den Wind und die Dschinn kontrolliert hat, indem er Zauberei betrieben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns unterrichtet, dass das Ausüben der Zauberei Kufr ist und das Lehren verboten ist und dass diejenigen, die Zauberei betreiben, am Jenseits keinen Anteil haben werden und dass sie eben als Ungläubige sterben. Und wer am Jenseits keinen Anteil hat, das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass er eben in der Hölle sein wird. Wir bitten Allah um Zuflucht. Wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor der Hölle. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch angewiesen, dass wir im Gebet vor vier Sachen
vor dem Ende des Gebetes Zuflucht suchen wollen. Und zwar eins davon ist eben die Hölle. O die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten, oder sagt nicht, heißt es wortwörtlich im Arabischen, ohne zum Propheten, sondern gemeint ist natürlich zum Propheten, Ra'ina, sondern sagt Unwurda. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ist überliefert über ihn, dass er gesagt hat, wenn du Allah sagen hörst, O die ihr glaubt, dann spitze deine Ohren, denn entweder wirst du aufgefordert, etwas Gutes zu tun, oder dir wird etwas Schlechtes verboten. Und O die ihr glaubt, er sagt, sagt nicht zum Propheten Ra'ina, sondern sagt Unwurna. Das Wort Ra'ina hat zwei Bedeutungen und ist zweideutig. Und das pflegten die Juden zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sagen. Und die, wie es auch heißt im Tafsir, haben die Sahaba radiallahu anhum ihnen dann nachgemacht, weil sie dachten, das wäre eine Art Verherrlichung für die Propheten gewesen, seitens der Juden, mit ihren eigenen Propheten. Und deswegen haben sie es dann auch gesagt. Aber die Juden sagten Ra'ina, und das Wort Ra'ina, wie ich gesagt habe, hat zwei Bedeutungen. Die eine ist eben, gib auf uns Acht. Gib auf uns Acht. Und die andere ist, du bist unser Leichtsinniger. Du bist unser Leichtsinniger. Denn die Leichtsinnigkeit auf Arabisch heißt Ar-Ru'una. Ar-Ru'una. Und Ra'ina heißt eben unser Leichtsinniger. Oder gib auf uns Acht. Und die Juden haben das Wort benutzt, dieses zweideutige, und haben damit den Propheten sallallahu alaihi wasallam indirekt beleidigt und das so auch gemeint. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Sahaba verboten, dieses Wort dann in den Mund zu nehmen. Sondern sagt, Unwurna. Unwurna heißt im Grunde genommen das Gleiche, so viel wie auch hier in der Besetzung heißt, schau uns an oder warte auf uns. Oder schau uns an im Sinne von eben, gib auf uns Acht. Hat also genau die gleiche Bedeutung. Und darin, wie es Sheikh As-Sa'di gesagt hat, rahimahullah, ist ein Beweis, dass es durchaus sein kann, dass man etwas im Islam verbietet, obwohl es halal und erlaubt eigentlich ist. Und zwar ist es deswegen verboten, weil es zum Haram führt. Und deswegen haben die Fuqaha noch gesagt, alles, was zum Verbotenen führt, ist verboten. Und alles, was man braucht, um die Pflicht zu erfüllen, ist auch mit Pflicht. Und seht ihr einmal, das alles kann man aus diesem Vers verstehen, wenn man eben Fiqh hat, ein Faqih ist und versteht, was Allah subhanahu wa ta'ala einem sagen will. Und hört, hier ist hinzugefügt von der Besetzung, hört auf den Propheten, selbstverständlich hört auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auf das, was er sagt. Denn was er sagt, ist Gesetz und er ordnet nur Gutes an und er sagt, er spricht nur die Wahrheit und was er sagt, ist Weisheit. Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben. Wieder ein allgemeiner Vers, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala direkt die Juden angesprochen hat, was darauf hinweist, dass das das Urteil Allahs überhaupt für alle Ungläubigen, nicht nur für die Juden, auch für andere, sondern jeder, der seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt, dass deswegen das Beleidigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist an sich Kufr. Genau wie das Beleidigen von Allah subhanahu wa ta'ala ist auch automatisch Unglauben. Wer Allah beleidigt, der ist automatisch selbst aus dem Islam damit ausgetreten und muss seine Shahada erneuern. Und das ist alles aus diesem Vers zu entnehmen. Und hört, das auch hört nicht nur hört auf den Propheten, sondern hört auch dem Koran zu und der Sunna und der Weisheit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat dies offen gelassen. Er sagt, wasma'u, das heißt und hört, und hat nicht dazu gesagt, auf was man hören soll. Deswegen ist der Vers allgemein und alles, was sinnvoll ist, ist darin beinhaltet. Weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die Götzendiener möchten, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Allah hat uns mitgeteilt, was in ihren Herzen ist. Denn er ist der Kenner des Verborgenen und er weiß, was im Innersten der Brüste ist. Und die ungläubigen Menschen, das sollten wir wissen, die wollen nichts Gutes für die Muslime. Die wollen nichts Gutes für die Muslime.
Im Gegenteil, sie wollen einen zum Unglauben aufrufen. Und das merkt man, wenn man mit ihnen redet. Es gibt manche Leute, sie reden schön, aber im Grunde genommen rufen sie zum Unglauben auf, indem sie solche Aussagen machen, wie zum Beispiel, nimm das nicht so ernst, oder nimm das nicht so genau, oder du bist viel zu streng, oder was weiß ich, was es alles für Ausdrücke gibt. Auch wenn sie nicht unbedingt absichtlich meinen, das zum Unglauben aufzurufen, so tun sie es aber, wie es man auf Arabisch sagt, bilisan al-hal, das heißt wortwörtlich übersetzt, die Zunge seines Zustandes sagt es aber. Er, mit seinen Worten, mit seinen Taten, ruft zum Unglauben auf. Und das machen sie, wenn sie mit den Muslimen diskutieren. Und das sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der die Brüste der Menschen am besten kennt. Und die Frage ist, glauben wir, was Allah hier sagt, oder glauben wir es nicht? Oder glauben wir immer noch, dass es Leute gibt, vom Volk der Schrift, die Gutes für die Muslime wollen? Und die sagen, man darf nicht zwei Sachen verwechseln. Es gibt Volk der Schrift, ich meine hier die Gläubigen, die an ihre eigene Schrift glauben. Die glauben wie wir, wer nicht in ihrem Glauben stirbt, geht in die Hölle. Und deswegen, da gibt es nichts schön zu reden. Das ist eine, oder die glauben genauso, wer nicht an ihre eigene Schrift glaubt, ist ungläubig. Das gibt es auch, wenn sie gläubig sind, die Gläubigen unter ihnen. Genau wie unter den Muslimen. Die Gläubigen unter den Muslimen sagen, wer nicht an den Koran glaubt, ist kein Muslim. Deswegen gibt es darin nichts schön zu reden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sogar als Krönung, also weder das Volk der Schrift, die ungläubig sind, noch die, also die Ungläubigen von ihnen, ja, noch die Götzendiener, die Mushrikin, die Polytheisten, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellen, möchten, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Min khair auf Arabisch. Nicht etwa, dass euch das Gute offenbart wird, oder dass euch Gutes offenbart wird, sondern irgendetwas vom Guten offenbart wird. Naam. Und das Gute ist natürlich hier allgemein gut. Es kann sein der Islam, kann sein der Iman, kann sein der Koran, kann mehrere Sachen sein. Und kann auch sein die Offenbarung. Und die Ungläubigen oder die Götzendiener auch, sie wollen überhaupt nicht, dass uns etwas von diesem zuteil wird. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet allerdings darauf und sagt, aber Allah zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will. Sein Erbarmen ist eben die Offenbarung selbst oder das Prophetentum. Das hat er eben Muhammad s.a.w. damit ausgezeichnet. Und wir profitieren davon, weil wir zu seiner Umma gehören. Und Allah zeichnet mit seinem Erbarmen aus oder auch der Koran. Denn der Koran ist die letzte aller Offenbarungen und ist das einzige Buch, wo Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst auferlegt hat oder sich selbst es zur Aufgabe gemacht hat, den Koran zu bewahren. Alle anderen Bücher vor dem Koran sind verfälscht und heutzutage nicht mehr in der originalen Form vorhanden. Und über die Tora, über die Tora speziell, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er es den Schriftgelehrten der Juden und Christen zur Pflicht gemacht hat, ihn zu bewahren oder sie zu bewahren, das Gesetz, die Tora. Und sie haben es eben nicht so behandelt, wie sie es hätten behandeln sollen, sondern sie haben, wie wir wissen, viele Eigenschaften des Propheten verheimlicht und sie haben auch Gesetze abgeändert. Na, weil sie eben manche strenge Gesetze nicht ausüben wollten. Aber Allah zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will. Denn Allah besitzt große Huld. Alles, was uns Allah subhanahu wa ta'ala gibt, ist ein Zusatz. Ist eine Huld für uns. Warum? Weil er braucht uns nicht. Und wir brauchen ihn. Deswegen ist er ja As-Samad. As-Samad, eine Bedeutung von As-Samad ist nämlich derjenige, der den alle brauchen, aber der selbst nichts braucht. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sagt, voller Huld ist und großer Huld ist, warum wollt ihr nicht, ihr Volk der Schrift und Götzendiener, warum wollt ihr dann nicht, dass manche Leute von dieser Huld profitieren? Und die größte Huld ist, die Allah subhanahu wa ta'ala erwiesen hat, dass er eben uns zu Muslimen gemacht hat. Der Grund ist eben Neid und Überheblichkeit. Und wie wir gesagt haben, Neid und Überheblichkeit, Al-Hasad, der Neid, und Al-Kibr, die Überheblichkeit, das sind der Ursprung von allen Sünden. Von allen Sünden überhaupt. Und wie wir das sehen, wir wunderbar in der Geschichte von Iblis, als er
sich geweigert hat, dem ersten Menschen Adam a.s., dem ersten Menschen Propheten Adam a.s., sich niederzuwerfen, und all das nur aus Überheblichkeit und weil er ihm neidisch gegenüber war. Er wollte eben über ihm stehen. Na, er hatte eben seine Stellung gehabt unter den Engeln oder unter den Dschinn, und die hat er dann verloren, indem Allah subhanahu wa ta'ala jemanden erschaffen hat, der noch wissender war als er. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lehrte ihm ja die Namen alle. Na. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 106. Vers, was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Weißt du denn nicht, dass Allah es ist, der die Herrschaft über die Himmel und die Erde hat? Und dass ihr außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer habt? Na, der Grund von diesen Versen ist, dass die Juden zur Zeit des Propheten geleugnet haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Gesetze ändert. Sie haben geleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers zum Beispiel offenbart und später Verse offenbart, die den ersten irgendwie aufheben in irgendeiner Weise, ungültig machen. Das Gesetz sich irgendwie ändert. Denn das ist ja, wie wir wissen, passiert. Zum Beispiel die Änderung der Qibla ist eine Art von Nesch. Nesch auf Arabisch, Nun, Sa, Sin, Kha. Ja? Ist eine Art von Nesch, dass die Qibla geändert worden ist von Richtung Quds, Jerusalem, nach Mekka. Ist eine Gesetzesänderung. Und die Juden und die anderen ungläubigen Menschen, sie haben gesagt, was soll das? Weiß Allah nicht, was er will? Wa'liyadu billah. Oder sie haben gesagt, wusste Allah subhanahu wa ta'ala nicht, was besser ist für die Muslime, sodass er nach und nach immer andere Gesetze offenbart hat, die dann besser werden. Wa'liyadu billah. Die Muslime glauben, dass alle Gesetze, die Allah offenbart hat, zu der Zeit, wo sie offenbart hat, am besten waren. Und es heißt in einem Hadith, dass jedes Prophetentum Dinge abrogiert hat, was vorher waren. Jedes Prophetentum hat irgendwas abrogiert, also außer Kraft gesetzt, an Gesetzen, was vorher eben war. Na, ist auch ein Sinn, warum es Propheten immer wieder gesandt werden. Denn nach unserem Wissen haben ja die alle Propheten nach Musa a.s. mit der Tora regiert. Und na, die Juden haben also geleugnet, und es geht immer noch um die Cousins der Araber, sie haben geleugnet, dass es Nesch, sowas in den Schriften von Allahs gibt. Und sagten eben, weiß Allah denn nicht, was besser für die Menschen ist. Aber sie vergessen, und das ist das Problem, und das merkt man heute immer noch, wenn man mit den Juden und Christen redet, auch mit den Christen, sie haben das gleiche Problem. Sie werfen den Muslimen vor, dass sie mit dem Koran spielen und manche Verse einfach außer Kraft setzen. Erst einmal, die Sache, dass es Nesch gibt, Aufhebung von Versen, ist eine Sache, die es gibt unter Übereinkunft der Muslime, und nur wer widersprochen hat, ist im Unrecht. Denn es ist eine Sache, die erwähnt ist im Koran und in der Sunna und auch unter den Aussagen der Sahaba radiallahu anhu. Sie vergessen, die Juden und Christen, dass in ihren eigenen Schriften es auch Nesch gibt. Und sie werfen es im Koran vor. Das heißt, im Grunde genommen, sie sind ungläubig ihren eigenen Schriften gegenüber, bevor sie ungläubig waren im Koran gegenüber. Denn das ist ein Zeichen von Blindheit, wenn ich jemandem anderen das vorwerfe, was ich selbst habe. Plus, Allah sagt im 107. Vers eben, dass er imstande ist, zu tun, was er will. Und dass uns gar nichts angeht. Und wenn Allah will, dann lässt er uns heute nach Jerusalem beten. Und morgen nach Mekka. Und übermorgen nach Medina. Und danach wieder nach Mekka. Und danach wieder nach Medina. Und jeden Tag oder jedes Gebet eine andere Richtung. Was geht es uns an? Gar nichts. Es geht uns gar nichts an. Zum Beispiel, was jeder Mensch weiß, ist, dass Adam a.s. der erste Vater war. Der erste Vater und erste Mensch war. Und seine erste Gattin, auf Deutsch Eva, auf Arabisch Hawa, was war mit ihr und ihm?
als sie Kinder bekommen haben, haben die Kinder logischerweise untereinander geheiratet. Wen hätten sie denn sonst heiraten sollen? Und später wurde das eben verboten. Heutzutage darf man nicht mehr, dürfen die Geschwister nicht heiraten. Das ist im Christentum auch verboten, im Judentum auch verboten, im Islam auch verboten. Das heißt, jeder Idiot weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gesetz irgendwann geändert hat. Denn am Anfang war es erlaubt. Und das finden sie, wissen sie selbst, Juden und Christen, und trotzdem sagen sie, nein, es geht in unseren Schriften keine Abrogation. Das ist Blindheit, Dummheit. Dann, in ihren eigenen Schriften steht drin, dass Nuh a.s., als er vom Schiff ausgestiegen ist, hat Allah ihm erlaubt, alles von den Tieren zu essen, die es gibt. Alle Tiere, alle Tierarten hat er ihm erlaubt. Und jeder Mensch weiß, dass im Judentum das Schweinefleisch verboten ist. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala das Gesetz geändert. Und jeder von uns kennt die Geschichte, die Christen und Juden kennen auch die Geschichte, dass Ibrahim a.s. seinen Sohn hat schlachten sollen. Und kurz bevor er ihn geschlachtet hat tatsächlich, hat Allah das Gesetz zu sich wieder zurückgenommen und hat sein Gesetz geändert. Also all diese Sachen befinden sich in ihren Schriften oder auch in unseren Schriften und trotzdem sind sie dieser Sache ungläubig gegenüber. Und sie sind Allah damit gegenüber ungläubig. Die Sache, leider ist es auch so, dass viele Muslime diese Sache nicht kennen und nicht wissen. Zum Beispiel kennen, obwohl viele Muslime die Surat al-A'la auswendig können, Sabbih isma rabbika al-A'la, die wir alle fast jeden Freitag hören vom Imam in der ersten Raka'a, weil es eine Sunna ist, ja, oder wenn man das Witr-Gebet drei Raka'at betet, dann in der ersten von den drei Raka'at betet man auch Sabbih isma rabbika al-A'la. Und trotzdem, trotz alledem, wissen viele Muslime nicht, was sie lesen. Es heißt dort im Vers, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Das heißt, wir werden dir also vorlesen, فَلَا تَنْسَى, so wirst du nicht vergessen, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, außer was Allah will. Außer was Allah will. Und manche Araber, die nicht mal ihre eigene Sprache mehr kennen, die denken, es heißt فَلَا تَنْسَى im Sinne von so vergiss nicht als Befehl, außer was Allah will. Das ist Schwachsinn, weil auf Arabisch vergiss nicht heißt nicht فَلَا تَنْسَى, sondern فَلَا تَنْسَى, nur mit Fatha, فَلَا تَنْسَى, mit Fatha, ohne Alif. Okay? Das ist eine Regel im Imperativ, die eigentlich jeder Araber kennen sollte. Auf jeden Fall ist die Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam Sachen vergessen lassen, Verse vergessen lassen, der Sahabe Verse vergessen lassen, absichtlich. Allah wollte es so. Und das ist eine Sache, die im Koran bestätigt ist. Na'am. Und auch in den Überlieferungen bestätigt ist. Manche davon sind authentisch und manche davon sind nicht authentisch. Und ich werde ein paar authentische vorlesen, inshallah. Was wir an Versen aufheben, also Ayat, Koran-Verse, oder in Vergessenheit geraten lassen, au nunsiha, das heißt in Vergessenheit geraten lassen. In der Lesart von Abu Amr und Ibn Kathir heißt es au nansa'ha. Nansa'ha heißt eben hinausschieben. Das heißt, gemeint ist, was wir an Versen aufheben oder an Versen hinausschieben, das heißt, die Verse hinausschieben, die wir noch abrogieren werden, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Ich möchte diese Fiqh nicht zu einer diesen Tafsir nicht zu einer Fiqh-Stunde machen, ja, indem ich jetzt die ganzen Arten von Nasakh aufzähle, auch wenn es nicht lange dauert, aber es oder in die Thematik eingehen, ob der Koran durch die Sunna abrogiert werden kann oder nicht. Darauf möchte ich gar nicht eingehen, das ist eine Sache der Fuqaha. Was uns angeht, ist die Tatsache, dass das gibt und dass wir den Glauben verinnerlichen an diese Sachen. Na. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Na. Die Arten aber, es gibt einige bestimmte Einteilungen von Nasakh. Zum Beispiel kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesetz ändert
um es einfacher zu machen. Um irgendeine Sache einfacher zu machen. Es kann sein, dass eine Sache gleich schwer bleibt. Und es kann sein, dass eine Sache schwieriger wird. Zum Beispiel, machen wir für jedes ein Beispiel, inshallah. Und zwar, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache einfacher macht, dann sieht das zum Beispiel so aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang in der mekkanischen Zeit den Muslimen verboten hat zu kämpfen, wo sie unterdrückt waren. Und sie wollten kämpfen. Aber erst als Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj ihnen gesagt hat, Uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu. Nun ist also erlaubt worden, denjenigen, die bekämpft werden, denn, also zum Dschihad, denn sie sind unterdrückt worden, denn sie sind ungerecht behandelt worden. Und das, und er sagte, dass man vor, dass man eben standhaft sein muss und dass man in diesem Fall dann kämpfen darf. Doch Allah wusste, dass hiernach die Sache wieder schwieriger wird. Erst hat er ja am Anfang gesagt, dass wenn die Muslime 100 Leute sind und die Nicht-Muslime 1000 sind, dann müssen sie standhaft sein und dieser Armee gegenübertreten. Also zehnfacher. Und nachher hat er diesen Vers auch abrogiert, in Surat al-Anfal ist das, und er sagte, Al-Ana khaffaf Allahu ankum, nun hat Allah macht es euch wieder leicht, wenn ihr 100 Standhafte seid, dann werdet ihr 200 besiegen. Von zehnfacher auf zweifacher reduziert. Das ist eine Sache, die, durch die Allah subhanahu wa ta'ala es hat einfacher gemacht. Na. Dann eine Sache, die es schwieriger macht. Und zwar war am Anfang des Islam war das Fasten von Ramadan noch nicht da. Sondern es gab zur Pflicht, nachdem Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dass die Medinenser, die jüdischen Medinenser, am Tag von Ashura fasten. Er kam nach Medina und sah sie fasten und sagte, warum fastet ihr? Und sie sagten, das ist der Tag, an dem Allah die Kinder Israels vom Pharao gerettet hat. So fasten wir ihn und Musa fastete ihn aus Dank für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Wir haben eher ein Anrecht auf Musa als ihr. Und dann hat er eben angeordnet, dass man diesen Tag fasten soll. Und diejenigen, die schon angefangen haben, die schon was gegessen haben, hat er ihnen angeordnet, dass sie den Tag zu Ende fasten sollen. Trotzdem. Und das wurde zur Pflicht. Ashura. Der 10. von Muharram. Im ersten Monat des arabischen Kalenders. Und später, als dann Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten von Ramadan zur Pflicht gemacht hat, ist dann Ashura zur Sunna geworden, aber Ramadan ist zur Pflicht geworden. Und ein Tag oder zwei Tage zu fasten im Jahr ist wesentlich weniger als 30 Tage oder 29 Tage. Na, also das ist eine Erschwernis gewesen. Obwohl, wie man weiß, die Erschwernis ist ja gut für uns gewesen. Gleichgültig gibt es auch eine Sache, und zwar kann Allah subhanahu wa ta'ala Gesetze ändern, und zwar haben die Muslime ein Jahr und 5 Monate lang in Richtung Jerusalem gebetet. Und die Juden sagten, wie kann es sein, dass er unsere Religion für nichtig erklärt und betet trotzdem in unsere Gebetsrichtung. Und in Quba beten die Muslime das Fajr-Gebet und während dem Gebet ist jemand mit dieser neuen Nachricht, also dass der neue Vers abgesandt worden ist, gekommen. Und die Muslime drehten sich dann alle im Gebet um. Und in Al-Masjid al-Qiblatain, das heißt die Moschee der zwei Gebetsrichtungen, heißt das, übersetzt. Dort beteten die Muslime das Dhuhr-Gebet, das Mittagsgebet in eine Richtung, und zwar nach Jerusalem, und das Asr-Gebet dann nach Mekka. Na, also das alles gibt es. Und es gibt auch eine andere Unterteilung von Naskh, von Versen. Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel, wenn er will, nimmt er einen Vers weg. Und die Regelung bleibt allerdings noch bestehen. Und wenn er will, nimmt er einen Vers weg und die Regelung bleibt nicht mehr bestehen. Und wenn er will, lässt er einen Vers bestehen. Und er nimmt die Regelung weg.
Und wenn ich sage, der Vers bleibt bestehen, dann meint man damit, also, dass er noch Teil des Koran ist und noch gelesen wird. Na. Und es kann sein, eben, dass es anders ist. Wie ich gesagt, eine von diesen drei Fällen gibt es. Beispiele dafür gibt es genug. Und zwar ein Beispiel, dass das Gesetz noch stehen bleibt. Wenn auch nicht ganz in der Form. Aber die Rezitation des Verses nicht mehr da ist, wie es überliefert ist, dass ein Teil des Koran, der folgende Vers war, Inna Sheikha wa Sheikhata, Iza Zanaya, Farjumuhuma Albatta. Nakalan bima kasaba min Allah, Wallahu Azizun Hakim. Das heißt, wenn der alte Mann und die alte Frau Zina begehen, dann steinigt sie bis zum Ende, also bis zum Tod. Aufgrund dessen, was sie erworben haben. Als eine exemplarische Strafe oder als Warnung von Allah. Und Allah ist allmächtig und allweise. Dieser Vers wird immer noch umgesetzt in dem Sinne, dass jemand, der verheiratet ist und Zina begeht, gesteinigt wird. Aber der Vers wird nicht mehr gelesen. Na. Ein weiteres Beispiel, dass zum Beispiel der Vers bleibt. Der Vers bleibt und man aber nicht mehr danach handelt, haben wir im Koran auf der Seite 544 in Surat al-Mujadala, wo Allah SWT sagt, also, O, die ihr glaubt, wenn ihr mit dem Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann gebt schon vor eurem vertraulichen Gespräch ein Almosen. Das ist besser und reiner für euch. Wenn ihr jedoch nichts dafür findet, gewiss, dann ist Allah allvergebend und barmherzig. Wie ich gesagt habe, also die Bedeutung ist, dass jedes Mal, ihr wisst, die Sahaba, könnt ihr euch vorstellen, zur Zeit des Propheten, sie wollten immer mit dem Propheten sein, sallallahu alaihi wasallam. Und sie wollten am liebsten mit ihm alleine sein. Und wenn jeder Sahaba das machen würde, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam für nichts mehr Zeit, weder für Da'wah, noch für Koranunterricht, noch für Hadithunterricht, wenn man das so nennen darf, noch für Dschihad, noch für Planung, noch für seine Familie, noch für Essen, noch für Trinken, noch für gar nichts. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass jedes Mal, wenn einer von euch zum Propheten gehen will, mit ihm reden will, dann müsste er eine Sadaqa geben. Und es ist überliefert, dass der Letzte, der das gemacht hat, Ali radiallahu anhu ist. Bis dann der Vers herabgesandt worden ist, genau danach, scheut ihr davor, schon, also sie haben dann immer, scheut ihr davor, schon vor eurem vertraulichen Gespräch Almosen zu geben? Da ihr es nicht getan habt und Allah sich euch wieder Reue annehmend zugewandt hat oder zugewendet hat, so verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht Allah und seinem Gesandten und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. So haben die Sahaba verstanden, dass es nicht darum geht, um irgendwie die Staatskasse zu füllen oder die armen Leute zu speisen mit dieser Regelung, sondern es ging darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein eigenes Leben haben will auch. Oder dass er eben als Prophet auch seine Ruhe braucht. Und deswegen haben dann die Sahaba was abgewartet immer? Sie haben dann immer abgewartet, wenn irgendein Wüstenaraber reinkam, zum Beispiel in der Moschee, und reinkam und direkt gefragt hat, O Gesandte Allahs, und hat ihm eine Frage gestellt. Und so konnten sie dann immer mitlernen, weil sie dann selbst nicht mehr so viel ihn direkt angesprochen haben. Sie haben eben diese Gelegenheiten abgewartet, wo jemand kommt, der diese Regel vielleicht noch nicht kennt. Dann gibt es auch eine Art von Nasch, die dritte, dass Allah subhanahu wa ta'ala Verse zu sich nimmt und auch die Bedeutung zu sich nimmt. Und nichts mehr davon gilt. Und teilweise wissen wir davon, was noch überliefert ist, und teilweise wissen wir gar nichts mehr davon. Und dazu, also zum Beispiel Surat al-Ahzab ist überliefert, dass es so größer gewesen ist. Surat al-Ahzab ist eine Surah von etwa 10 Seiten, vielleicht ein bisschen mehr. Man sagt, dass die Surah, oder es überliefert, dass die Surah größer war als Surat al-Baqarah. Aber davon ist gar nichts uns überliefert.
Vielleicht bis auf ein oder zwei Verse. Na. Es ist überliefert in Al-Bukhari von Anas radiallahu anhu, dass Allah über diejenigen, die bei dem Brunnen von Mauna gefallen sind, von den Muslimen, folgendes Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat: An ballighu qawmana an qad wajadna an qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana. Das heißt, und dass ihr unser Volk mitteilt, und dass ihr unserem Volk mitteilt, also dass die Gefallenen gesprochen haben selbst, als Märtyrer, und dass ihr unserem Volk mitteilt, dass wir unseren Herrn getroffen haben und er mit uns zufrieden gewesen ist und uns zufriedengestellt hat. Thumma nusikh, das heißt, und dann ist dieser Vers abrogiert worden. Und in Sahih Muslim von Abu Musa radiallahu anhu, er sagte: Kunna naqra'u suratan nushabbihuha fit-tuli wash-shiddah bi-bara'ah. Wir pflegten eine Sura zu lesen, die wir in ihrer Länge und Aggressivität verglichen mit Bara'ah, mit Surat Tauba, Surah Nummer 9. Fa'unsituha ghayra anni hafidhtu minha. Dann hat man mich sie vergessen lassen. غير أني حفظت منها, außer dass ich davon noch auswendig gelernt habe, oder außer dass ich davon mich noch erinnere, an folgende: لو كان لابن آدم واديا, لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. Und wenn ich diesen Vers, diesen Hadith oder diesen Vers vorlese, dann wisst ihr gleich, erinnert euch das gleich an etwas. Und zwar: Hätte der Sohn Adams zwei Täler von Vermögen, dann würde er sich einen dritten wünschen. Und sein Bauch füllt nichts außer Sand oder füllt nichts außer Erde. Das heißt, zufriedenstellen wird ihn dann nur die Erde. Und das ist ein Hadith, der Imam an-Nawawi aufgenommen hat. Also wir kennen ihn als ein Hadith. Er hat ihn dort ein bisschen mit anderen Worten, aber es ist der gleiche. Und er sagte auch: وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ أَوَّلُهَا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَأُنْسِيْنَاهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا folgendes. Und wir pflegten auch, eine Sura zu lesen, die wir mit einer der Musabbihat verglichen. Musabbihat sind die Suar, wo Allah subhanahu wa ta'ala anfängt: Sabbaha lillahi ma fis samawat. Da gibt es mehrere Suar, wie zum Beispiel Al-Hadid oder At-Tarabun und andere. Und diese Suar, es gab eine Sura, die so anfing wie die. Und die fing an mit Sabbaha lillahi ma fis samawat. Okay? Und dann sagt er, und dann hat man sie uns vergessen lassen, غير أني, außer dass ich, حفظت منها, mich eben noch erinnere an folgende: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألوا عنها يوم القيامة. O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut?